Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Ich bin's wieder, euer Dennis am Start und heiße euch nun herzlich willkommen hier zu OMSI 2, den Alkoholiker am Steuersimulator. Schön, dass ihr einschaltet. Ich habe mir heute mal gedacht, dass wir mal mit der Linie 6, mit dem neuen Citaro 2017er Version, mal von Borgweg bzw. Stadtpark in Walachei, wollte ich gerade sagen, Düsen in Speicherstadt fahren. Genau, und zwar machen wir jetzt mal den Motor an. Ihr seht es ja schon, ich habe jetzt mittlerweile hier einen Stern, Mercedes-Sternrenne, weil ich das einfach besser finde. Ich finde das doof, dass es im Lieferumfang bei den Fahrzeugen leider nicht drin ist. Macht aber nichts. So, wir machen das Kassensystem jetzt hier mal. Und die Anmeldung zum Dienst. PIN-Code lautet 0190. Genau. So, Benutzerrechte werden geladen. Dienstnummer korrekt, 61101. Ja, muss ja wohl korrekt sein. So, jetzt stellen wir mal einen Fahrplan. Linie 6. Muss ich mal gucken. Oh Gott, nein. Nee, nicht Betriebshof Mesterkamp. Goldbeekplatzer Borgweg. Feldstedt, Alter. Brandstwiete. Hallo? Feldstraße? Wieso Borgweg Feldstraße? Auf dem Sande, da haben wir es ja. Borgweg auf dem Sande, super. Das ist Speicherstand, wie gesagt, Freunde. Abfahrtzeit ist 15.51 Uhr. Und wir haben es jetzt aktuell 15.47 Uhr. Also, Umlaufnummer 66133. Ja. So, 66133. Jo. Fahrt in 5 Minuten. Dort machen wir Batsch. So, dann gehen wir wieder aus der Perspektive raus. So, Motor an. Die Automatik. Oh, ich stehe ja genau mitten im Weg hier, dieser Assi. Hey, Kollege, fahr mal da weg. Du stehst im Weg. Ich muss die Fahrgäste einsammeln, mein Junge. Oh. Ja, Leute, das fängt ja nun echt gut an. Freunde. Ja gut, wir lösen erstmal die Handbremse. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir nicht irgendwie die Leute gleich rammen. Ey, da steht ja genau ideal, diese kleine Hackfresse da vorne. Ich steig da gleich mal aus, ey, und dann gibt's auf die Fresse. So. Nordpol Dora. Dann wollen wir mal raus hier, aus der Zwickmühle. Und da mal die Fahrgäste einsammeln. Muss dann nur gucken. Sehe ich nicht ganz. Ah, passt schon, passt schon, passt. Super, perfekt. Passt. Sammeln jetzt mal die Leute hier ein. Und dann wollen wir mal schauen. So. Ah, und stehen. Zack. Hallo. Hallo. Guten Tag, heißt der, du Effe. Und ich halte noch hier an und lasse euch noch früher rein hier. Nächstes Mal lasse ich euch draußen an der Kälte verrecken. An der Bushaltestelle. Dann lasse ich euch nämlich pünktlich rein. Und nicht vorher. Und der macht mir Angst. Oh Gott. Ey, aufwachen. Ey, Schwarzkopf. Uhu. Kollege? Was guckst du mich so an, Alter? Du machst mir Angst. Ich fahre mal ein Stück vor. Ah. Ich möchte ein Stück vorfahren gerne, bitte. Der Typ macht mir Angst. Ich fahr mal ein Stück vor. So. Glotzermäßig so dämlich. Alter. So. Machen wir die Tür hier wieder auf und dann warten wir noch die 2 Minuten ab. Sozusagen können wir noch ein bisschen schnacken. Bis dahin. Da. OMSI 2, wie gesagt, Freunde. Jetzt folgt auch noch. Muss ich mal gucken, heute oder morgen. Rayman auf jeden Fall noch. Und da kommen auch andere Spiele dabei. Zum Beispiel Sniper Elite 4. Und ja, sonstiges.
Aber lasst euch überraschen, Freunde. Ihr werdet es ja sehen. So, anstatt die Minute jetzt hier zu warten, stell mir die Uhr einfach mal vor. So. Batsch. 20 Sekunden, 20 Sekunden. Möchte noch jemand einsteigen hier? Na, eine. Moin, moin. Grüß dich. Pflaume. Hinsetzen. Und Ruhe. Perfekt. So. Gut. Dann wollen wir mal los. So. Ich muss euch ehrlich gestehen, dass ich die Strecke noch nie gefahren bin. Also auf der Linie 6. Und ich würde mal vorschlagen, dass ich jetzt einfach mal, ja, auch ein Hamburger kennt nicht jede Ecke, sich jetzt mal das Navi jetzt mal einschalte. Lass mich mal zwei, dreimal die Strecke fahren und dann kenne ich die genauso gut. Weil wann bin ich denn mal im Stadtpark oder beziehungsweise im Borgweg oben? Ne? Gut, dann wollen wir mal. Ja, kleiner Ruckler, macht nichts. Sache der Einstellung. Oh, perfekt. Also mal gucken hier, weil ich möchte lieber auf die rechte Spur. Also auf die rechte Spur, weil ich fahre da halt gerne. Zumindest kenne ich sowas auch vom öffentlichen Verkehrsmittel, dass die Leute immer auf der rechten Spur bleiben. Klar, wegen den Haltestellen und so. Ne? Gut. Okay. Ja, Freunde, wie geht's euch so? Also gestern Abend gab es hier schon ein heftiges Unwetter in Hamburg. Also zumindest, was heißt Unwetter? Wir sind ja Unwetter eigentlich auch gewöhnt. Ne? Von da ich ja im Hafen lebe hier. Aber zumindest von den Blitzen her war das richtig geil. Das war richtig cool, hat Spaß gemacht. Ja. Aktuell haben wir noch gerade Sturm draußen. Ja, die scheiß Sonne ist schon wieder da, obwohl ich dieses Kackding nicht mehr sehen kann. Aber es ist ja nicht heiß. So, und los. Kommt in die Hufe. Ufa, Fratzeburger. Fratzeburger. Ratzeburg, Fratzeburg. Ah, ich will die Ampel auch noch kriegen. Mann, hör auf zu bremsen, Mensch. Du wirst mal mit Leerlauf. Pilzkorb. Oh. Aber die Kurve kriegen? Ja, natürlich, kriegen wir locker. Sehr gut. So. Aktuell stehen bleiben ja. Oh, da ist auch die Linie 6. Das ist zum Beispiel gut. Ja, stimmt, regulär fährt ja eigentlich ein Gelenkbus. Aber ich will die Tür gerade hier auf den Sack. Ey. Auf zu, auf zu. Verriegel ich jetzt mal hier. Büro. Einen Moment, geht sofort weiter. Der Wein bescheiß Ding. So, zumachen. Batsch. Und Tür auch hier zumachen. Das zieht besonders hier. Ich friere mir gerade die Hoden ab. Okay. Ja, von der Tour her ist es eigentlich auch nicht weit. Boah, ist doch knapp. Zur Speicherstadt. Es geht eigentlich relativ. Ich kann nur mal gucken, dass ich jetzt mal ein neues Lenkrad mal anschaffe. Und meins nicht mal so ganz in Ordnung ist. Da fahre ich eher lieber momentan auf der Tastatur. Ja, ich müsste mal wieder Speicher freigeben. Ich habe das meiste vom Anfang an leider auf der SSD gespeichert. Ja, und OMSI braucht ja auch ganz viel Ressourcen, um zu laden. Also muss ich da mal mich ransetzen und mal einige Dinge auf der anderen Festplatte, auf der größeren Festplatte mal exportieren. So, dann wollen wir mal rein hier. Oh, wow. Ah, sehr schön. Hier ist immer doof. Boah. Hier muss ich immer aufpassen hier. Nirgendwo anecke. Weil die Autos werden ja immer Jahr für Jahr fetter. Boah. 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 Das war knapp. Schaffen wir. Alles ist machbar. Ja, nun fahr, du rotes Luder. Sag mal.
Ja, gib Gas da! Moine Güte! Rechts ist das Gaspedal. Zum Beschleunigen. Ha! Textur dann. Ja, ich weiß, Mann. Meine Fresse. Ich wollte doch nur mal kurz mit euch Bomsi spielen. So, fertig. Ansonsten mache ich das Ganze halt nochmal. Dass ich die Sachen von der... Moin! Guten Tag! Moin! Ja, danke, reicht schon. Tür zu. Ihr braucht ja nicht mehr rein. Warte. Bitteschön! Na komm rein, Omi. Du nicht! Ich gesagt, du nicht! Moin! Hallo? Was? Was? Wo kommt ihr her, Area 51 oder was? Wieso könnt ihr durch Türen laufen? Ihr seid ja schon Kandidaten, ey. So. Wisst ihr, da will man die Fahrgäste mal ärgern? Nein, die können durch Türen gehen. Ja, ja. Oh, muss ich aufpassen hier. Ich bin hier schon mal mit dem Radfahrer angeeckt. Gertigstraße. Jo, dann sind wir ja schon fast in Mundsburg. Fast Mundsburg. Aber auch nur fast. Ist ja schon ein Uhlenhorst hier. So. Kontaktschleife. Fettsack, sieh zu, weil ich habe nämlich gleich grün hier. Ich habe keinen Bock, hier Blutspuren von dir zu haben. Und dein ganzes Fettgewölbe. Wirst du auch mal grün? Hallo. Geht doch. Manchmal bringt das was in Hamburg hier. Wenn man pustet, dass die Ampeln auf grün schalten. Ganz schnell. Ansonsten... Ja gut, das gibt es auch nicht mehr so häufig. Wenn man an einer Ampel steht, gibt es da dieses SOS-Zeichen. Und dann springt normalerweise die Ampel auch sofort um, wenn man die Autofahrer damit ärgern möchte. Aber es funktioniert nicht immer. Man muss, ja, wie gesagt, ich glaube, es gibt bestimmte Tutorials im Internet. Müsst ihr einfach mal nachschauen, wie es funktioniert. Ist ganz lustig, aber auf Dauer wirklich nicht zu empfehlen. Kann natürlich auch Ärger geben nachher. Ne? So. Raus! Rein! Moin Moin! Ja, ich hab's mir gedacht, ey. Hallo? Bitteschön. Ich hätte gerne den Kinderfahrschein, bitte. Kinderfahrschein? Darfst du auch Bus fahren alleine? Hä? Da. Naja, ich drück mein Auge zu. Zwei Augen kann ich nicht zudrücken. Sonst kann ich ja nicht fahren. Kind. So, wenn ich hier gleich wieder puste. Oder auch nicht. Alter, ich probier's nochmal. Hä? Nee, hier geht das nicht. Und los. Moin Kollege, was geht? Ich habe meine Webcam heute ausgeschaltet. Sieht aktuell gerade ein bisschen scheiße aus. Dann möchte ich euch das Ganze ersparen. Weil Horrorfilme gibt es ja abends. Nächstes Mal mache ich wieder meine Webcam an. Gut. So. Und raus und rein. Moin. Moin. Fahrkarte. 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 Das fehlt noch. Dass sie, dass er sofort das mal einbaut. Dass die Leute auch wirklich die Fahrkarten vorzeigen. Das wäre nun echt geil. Dass zumindest die Fahrkarten einmal, ja, an der Hand behalten oder was weiß ich. So als Brustbeutel oder so, dass man darauf erkennt, dass es eine Fahrkarte ist, wenn man HVV. Ja, aber gut. So.
Jo. Wir sind gleich mundruhig. Ja, ich weiß, Arschloch. Guten Tag, Kollege! Was geht bei dir ab? Und noch ein McFleischi am Steuer. So, anhalten hier. Und rein, raus. Hallo! Oh, Christe, Schnauze, ich sehe es schon an deinen Augen. So, Schotten dicht. Ja, rumstehen die Leute, ey. Naja, gut, weiter geht's. Boah, schwierig, wieder ein scheiß Taxi da im Wege. Ich hasse das, ey. Ey, du Penner! Meine Fresse! Ihr habt keine Sonderrechte, ihr scheiß Fotzen-Taxen, ey. Boah! Und generell lebe ich das manchmal so auf, ey. Hier, Polizei, nimm mich mal mit da. Wir sind Affen. Boah. Scheiß. Das ist manchmal echt eklig, ey. Einfach mal schön aussteigen und die Taxifahrer mal in die Fresse hauen, ey. Das dürfen die nicht vergessen. Die haben keine Sonderrechte, nix. Die haben sich ganz normal zu verhalten wie ein ganz normaler Autofahrer. Ein ziviler Autofahrer. Boah. Naja, ist ja alles gut gegangen. So. Einmal anhalten. Raus und rein. Moin. 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 So, erstmal schon Kaffee trinken. Alter Mädel, kann ich auch mal einen Kaffee trinken hier? Ich arbeite hier auch dafür, um solch Pisskuh wie dich nach Hause zu bringen. Was ist jetzt los? Digga. Nee, tatsächlich, jetzt ja, ich muss Ressourcen freigeben. Tut mir echt leid. Ich muss das Ganze alles auf der größeren Platte exportieren, damit ich hier freien Speicher wieder habe. Und ich würde mal sagen, an dieser Stelle, ich hoffe, euch hat die kleine Fahrt um sie gefallen. Trotz allem. Ja. Und ja, seht es mal als kleiner Vorgeschmack an und ich mach das Ding mal hier fertig, Freunde. Und wir sehen uns dann wieder in einem nächsten Part hier von OMSI 2. Und zwar fahre ich die Tour natürlich auch nochmal dann. Das ist ja kein Problem. Ne? Alles klar, Freunde. Bleibt sauber. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, euer Dennis. Und fink, 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 fink. Ich bin raus.